Hallo, liebe Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, den alten Biersüffler. Freunde, wir sind heute mal wieder in der anderen Umgebung hier und macht aber nichts. Wir haben trotzdem reichlich Bier hier, was wir vorstellen können. Und unter anderem war es ein Wunsch gewesen, mal wieder einen Industriestandard zu probieren, was jetzt ganz frisch draußen ist, in Anführungsstrichen. Eigentlich nur mit einem neuen Design, wie ich ja, vermute. Und zwar, ihr habt euch gewünscht, nämlich einmal das Warsteiner Grapefruit zu testen. Nordrhein-Westfalen wieder. Nee, oder? Doch, müsste sein. Und zwar Perucaville. Und jetzt habe ich überlegt, so, was soll das sein? Und dann sieht man mal, was ich für ein alter Opa bin, Freunde. Perucaville ist ein Elektro-Dance-Techno-Festival. Ja, da in der Gegend, auf dem Militärflughafen, ehemaligen Militärflughafen irgendwie. Und dann ist das wie so ein Dorf. Und ja, da gibt es auch einen richtigen Pass und viel Bier, gute Musik, DJs und viele junge Leute. Ja. Und irgendwie ist es erstaunlich, weil ich habe mir das mal angeguckt. Da ist ganz viel passiert offensichtlich in der Zeit, wo ich dann so um 2000 rum den Techno, den Dance verlassen habe und wieder back to the roots, zurück zum Gothic und zum Metal gekommen bin. Da ist wirklich eine ganze Menge passiert, weil die DJs, also da ein paar waren da, ne? Sven Feld und so, den kennst du auf jeden Fall noch. Paul von Dyk, den kennst du auch noch. Aber wenn ich da so Westbam, Motte, Marusha, DJ Dick, Karl Cox, die habe ich da irgendwie noch nicht so entdeckt in der Liste. Also da sieht man mal, vielleicht bin ich dann doch eher Team Wacken als da bei den Junghüpfern. Aber egal. Erstmal das nur so vorgeplänkelt. Ihr wisst Bescheid. So, Bier selber, Warsteiner kennen wir, haben wir schon mehrmals getestet. Natürlich klassisch das Warsteiner Pilz, ne? Das wolltet ihr ja immer haben und auch das extra herb und habt da nicht gesehen. Und die sind ja als Sponsoren, ne? Und die haben auch verschiedene Dosen. Ich weiß gar nicht, kann ich euch die mal kurz zeigen? Ja, doch, kann ich machen. Die haben nämlich einmal auch noch hier das Klassische. Das wird dann hier so das Premium-Pilz sein. Und dann haben sie dann auch noch das Radler, das Normale. Das sieht dann eben so aus, ne? Haben wir alle schon vorgestellt. Aber es ist halt neues Design und ihr wolltet das halt, ne? Und aus dem Grund kommt das frisch aus der Kühlung Grapefruit. Ich glaube, ich habe es schon vorgestellt. Und ich glaube, es war auch ganz lecker. So, machen wir mal auf. Oh. So, offen ist es. Und der alte Opi hier, der sich irgendwie mit dem Techno offensichtlich gar nicht mehr auskennt und nur die erste Generation von ja, 1990 bis 98. Und ansonsten kennt er sich ja gar nicht mehr damit aus. So, ich schenke es mal hier ein. So, dann schaut euch das mal schon mal an. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. War das früher auch so? Ja, keine Ahnung. Also irgendwie, warum sieht denn das so anders aus? Das ist ein 50-50-Mische, ist es. Also, wir hatten neulich auch schon mal ein Grapefruit gehabt. Das war so richtig so knallig von der Farbe her. Das hier sieht eigentlich eher aus wie ein klassisches Radler. Also, ich bin tatsächlich jetzt ein bisschen überrascht. Ich habe es wirklich nicht in meiner Erinnerung. Wie lange ist denn das überhaupt her, wo wir das letzte Mal getrunken haben? Das ist auch schon wieder ein Jahr her, oder? Ich habe keine Ahnung, du. Naja, Blume ist auf jeden Fall vorhanden, circa ein Fingerbreite Blume haben wir. Das Ganze, muss ich sagen, sieht ein bisschen verwässert aus. Also schaut mal selbst, also es sieht sehr, sehr blass, sehr, sehr dünn aus. Also wenn mit viel Fantasie ein helleres Getreide, goldgelb, aber mit viel, viel Fantasie. Naja, ich denke mal, die meisten, die werden das da eh aus der Dose trinken, aus dem Döschen. Und deswegen, ja, weiß ich nicht, Optik, Ästhetik, wollen wir das bewerten oder wie wollen wir das machen? Ich habe keine Ahnung, Freunde. Ich weiß nicht. So wie das da steht, würde ich absolut Durchschnitt sagen. So 3 von 5/6 möglichen Punkten. Optik, Ästhetik. Sind wir uns da einig? Ich finde es ein bisschen blass, finde ich. Und bei Grapefruit stelle ich mir halt ein bisschen was anderes vor, aber gut. Oh, riechen tut's lecker. Schön fruchtig. Fruchtkomponente kommt deutlich durch. Ja, das ist so diese Zitrusfrucht, ne, Grapefruit, das ist so dieses, was man auch so kennt, ne? So, wenn das frisch auspresst oder so, dann duftet das auch so. Ja, doch, das mag ich, das gefällt mir. Ja, auch sogar ein bisschen bierig schnuppert. Also vom Bouquet her durchaus ein bisschen selbstbewusster, ist in Ordnung. Und wie gesagt, die jungen Leute da, die sind dann auch aus der Dose da gleich, ne? So, da kennen die gar nichts. Machen wir ja dann auch auf Metal Festival, ne? Wir haben ja nicht immer nur das Methorn dabei, ne? So, ihr Lieben, jetzt probieren wir es mal. Zum Wohle. Cheers.
Ja, ein recht mildes Bier. Mildes Mischbier, pardon. Vom Malzkörper her leicht nussig im Abgang, das merkt man schon. Also es ist eine mittelstark ausgeprägte Getreidigkeit, die aber eher so in dieses typische Nussige reingleitet. Finde ich schon mal ganz gut, das hätten wir aber schon häufiger bei Radlern auch speziell gehabt. Fand ich eigentlich immer ganz lecker. Ja, da kommt so eine, diese fruchtige Nuance halt, eher ein bisschen süß, ne? Also es ist eher, das ist schon arg süß irgendwie. Also das ist schon, also die Fruchtigkeit ist vorhanden, das ist in Ordnung, aber es ist ein bisschen süßer. Also das merkst du auch auf der Zunge, ne? Und das ist schon so, na, ihr wisst schon halt, ne? Ziemlich abrupt. Ich finde es ganz interessant, weil erst ist irgendwie so der, ja, für sich selbst stehende Malzkörper, dann kommt irgendwie so die nächste, dann kommt so irgendwie hier Fruchtigkeit, aber so minimal, dann diese Süße und dann ist im Abgang doch recht erfrischend, muss ich sagen. Der Abgang, der ist geiler als der Antrunk. Also das ist schon, doch, das ist schon recht angenehm. Doch, komm, doch, schenken wir uns noch mal ein hier, oder? Also wenn, dann denn schon. Temperaturen, die passen auf jeden Fall. Gibt's das auf dem Wacken auch, oder wie? Oder hat Warsteiner da exklusiv nur bei, wie heißt es noch gleich? Paruka Will. Ja, also wird das so ausgesprochen, ich schätze mal. Ja, Mensch, bei der Vorgeschichte und bei der Dosen hier mit dem Dosendesign, da muss man einen Punkt extra geben hier, oder? Freunde, das ist schon wieder so peinlich, ey. Er kennt da nur die Mayday, den Boom Rave. Was hat man noch gehabt? Hier Airport, Flughafen Rave. Was hat man noch? Mayday auf jeden Fall, natürlich. Ja, Mayday 93, 94, 95. Ein Traum, Freunde. Besonders die in Frankfurt, wann waren die? 95, oder? Winter Mayday Frankfurt 95, die war geil. Die alten, oh, und die alten Bunkerpartys. Oh. Ja, und dann ist der Opa in Rente gegangen. Er kennt da nicht mehr. Paruka Will. Ja, da komme ich bestimmt gar nicht rein, wenn ich da jetzt hin wollte. Ja, weil ich dann als Opa gelte. Oh. Da kann man schon wieder Anekdoten erzählen, du. Gibt's eigentlich noch, wie hieß denn das? Mit diesem Sonnenblumenfeld, wo war denn das? Das war doch auch irgendwie immer geil. Wie hieß denn das? Im Püttner war das immer. Hieß das Sunflower? Nee, hey, Nature One hieß das, oder? War das nicht die Nature One? Das hat mal Viva da immer. Viva gibt's ja auch nicht mehr, mein Gott, scheiße. Oh. Ja, kommen wir mal zurück zu diesem Warsteiner Grapefruit. Ja, ist okay. Also es ist getestet jetzt von einem alten Hasen hier. Ich sag mal so, es ist festivaltauglich und es macht Spaß zu trinken. Das ist jetzt nichts Neues, das ist Kategorie Industriestandard, das ist kein hedonistischer Hochgenuss. Aber wenn es um Erfrischung geht, die ein bisschen fruchtig ist und auch durchaus ein bisschen lieblicher, ich sag sogar schon so weit süßer, dann kannst du hier nichts falsch machen. Das Besondere, was ich hier geil finde, ist der Abgang. Das macht wirklich Spaß, das macht Lust auf mehr. Im Antrunk, da, naja, da wird es ein bisschen wässriger und dann ist das alles ein bisschen abrupt auch, ja, in der Textur. Aber der Abgang hinten, der ist geil. Der macht Spaß. Also da will man am liebsten gleich normal hier auch, ne, so. Boah, richtig hier den Schulz nochmal machen und dann hauen wir mal raus. 4 von 5/6 möglichen Punkten kann man da auf jeden Fall geben. Wobei ich aber ein Pünktchen mehr für das geile Festival. Weil das Bier dann noch besser schmeckt, das Mischbier. In dem Sinne, Freunde. Sind wir draußen, gleich testen wir das nächste. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, der Biersüffler.